So, ihr Lieben, weiter geht's hier im Text. Genau, und jetzt waren wir auf dem Weg irgendwie zu einer Einsatzstelle, ne? Jo. Stimmt, ja, da war ja was. Wir hatten ja eine Pause drin, ne? Ist eingeschneit sind wir hier über Nacht. Kann schon mal vorkommen. Wir haben aus dem Bett gepfiffen, erhöht Alarmbereitschaft. Und wieder Zufall so willkommen ist Frachtmaschine. Ja, ich hoffe, das ist eine Frachtmaschine nur, ne? Und kein, du weißt schon. Passagiertransport. Ja. Dann haben wir noch ein RTW, wa? Der ist da sowieso mit involviert. Einsatzleitung an alle Einsatzkräfte. Die Maschine befindet sich im Landeanflug. Alle Einheiten halten bis auf Weiteres ihre Positionen bei. FLF 9 an Einsatzleitung. Verstanden. TLF 3 an Einsatzleitung. Verstanden. Ah, geile Szenerie nochmal. Ich glaube, die hatten wir schon mal aufgenommen, glaube ich. Ja. Ich glaube, in der letzten Folge war die schon mit drin, ne? Ja, aber da sind wir verkackt. Das sieht übel aus. Egal, nehmen wir das Schneesuch nochmal. Boah, das sieht aber echt geil aus, wie der da rüber rutscht, oder? Jo. Boah. Ich glaube, der Flugkapitän findet das nicht so geil. Nee. Nehmen wir das gerade ein bisschen warm am Arsch. Einsatzleitung an alle Einheiten. Alle Löschfahrzeuge begeben sich sofort zur Unglücksstelle und beginnen mit einem Schnellangriff. Alle anderen Fahrzeuge begeben sich ebenfalls zur Unglücksstelle, halten sich aber etwas im Hintergrund. TLF 3 an Einsatzleitung. Verstanden. FLF 9 an Einsatzleitung. Verstanden. So, jetzt. Ja. Was war das jetzt? Y, ne? Mhm. Und jetzt, was war das dazu? C. Du legst was zum Anwerfen und C dann. Das ist ja sehr klein. Genau, jetzt ist es so hoch. Du bist ein Ander. Kommen wir noch nicht, oder? Ganz gründlich, ne? Anreifen. Kannst du nicht fahren, ne? Ja, klar. Jetzt haben wir einmal ums Flugzeug rum, ob es wirklich aus ist. Ja, keine Qualmwolken mehr. Sieht aus, als ob es ausgeht. Schauen wir mal da runter. Können wir aber nicht die Brücke unten lassen. Zeit. Schön mal am Boden, was heißt das? Liegt ja nur alles am Boden. Ach ja, es geht ja auch um alles dran. Ah, ja. Wo kommen wir denn hin? Aus?
sauber. Mal gucken. Die Brände scheinen soweit unter Kontrolle zu sein. Der übrige Löschzug kann jetzt aufrücken und die Unfallstelle absichern. Die FLFs bleiben zunächst noch auf ihren Positionen, bis alles gesichert ist. FLF 9 an Einsatzleitung. Verstanden. Halte mich bereit. Immer noch wieder ganz beschissen, wa? Ich glaube auch. Hätte ich nicht gedacht. Das sah erst beschissen aus, der Einsatz. Ja. Es ist die Frage, was passiert jetzt? Ah, wir sind wieder zurück in der Gegenwart. Mal was ganz Neues. Dann können wir wieder mit dem Feuerlöschen durch den Schutthaufen brennen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Unmittelbar vor dem Einsatz. Wir haben Löschloch bei. Okay, Jungs, geht zur Seite. Ich werde jetzt vorsichtig die Tür öffnen. Alles klar, Alex. Sei vorsichtig. Verstanden. Oh, kam ein Feuersturm raus. Mal sagen, du musst eingreifen. Mit der Wasserkanone macht mehr Spaß. Als mit den scheiß Feuerlöschern. Vormarsch. So, kommt Jungs. Weiter geht's. Aber immer schön vorsichtig. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Jeder nimmt sich nach und nach einen der Räume vor. Sucht überall nach Überlebenden. John, du gehst nach rechts rüber. Chris und ich fangen hier auf der linken Seite an. Chris, du nimmst den ersten Raum, ich sehe mich im zweiten um. Alles klar, dann mal los. Verstanden. So, wenn ich dann durchsuche die Räume. Rechte Seite. Hier. Aber dann lieber eine Krippe nicht aus, wieder. Weil man jetzt auch nicht weiß, welche Räume, ne? Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit, ne? Da hinten ist eine Tür. Wo? Oh. Das ist eine Spinntür. Ja, da sind wir gerade reingekommen. Da vorne ist noch eine Tür. Hier. Okay. Die brennende Wände kriegst du aber auch nicht aus irgendwie. Darfst du da nicht zu nahe kommen. Man weiß nämlich nicht, welche Brände wir löschen können und welche nicht. Das sind meistens die Brände, die in den Wänden hochgehen, die man nicht löschen kann. Ja, genau. Die sind rötlicher auch. Da hinten ist nichts, ne? Eigentlich sind wir auf dem Flur, ne? Ja. Sind wir. Aha. Okay. Wie sieht's aus? Ich habe alles abgesucht, aber hier ist niemand. Heißt es? Ich konnte auch niemanden finden. Okay, dann weiter.
kreiert gerade einen Abschiedsstrich. Ich kreiere schon das Feuer. Vormarsch ist eine Tür. Chris, geh zur Seite. John, schnapp dir die Axt und brich die Tür auf. Alle bereit? Dann los! Brich die Axt mit der Tür auf. Die Axt mit der Tür, ist klar. Okay, wir teilen uns wieder auf. Chris, du gehst nach unten. John, wir beide gehen weiter nach oben. Alles klar. Dann los und pass um Himmels Willen auf, wo du hintrittst. Alex, wie ist die Lage bei euch? Bislang konnten wir keine Überlebenden finden. Wir schauen uns weiter um. Alex, wenn die Lage zu heiß wird, kommt ihr umgehend zurück. Hast du mich verstanden? Runter soll ich, ne? Wir passen auf. Ich krieg den Namen nicht sortiert. Auch nicht wirklich. Ja, nicht. Muss hoch. Deswegen bleibt der hier unten stehen. Wo eigentlich auf Feuerwehrschock geblieben, die wir uns verlegt haben. Da fehlt doch noch irgendwie. Da geht's gut. Okay, John. Wir teilen uns wieder auf. Du übernimmst die linke Seite und ich sehe mich auf der rechten Seite um. Alles klar. Auf geht's. Da ist noch eine Tür. Mal sehen. Das ist schön am Fackeln hier. Hat eigentlich keiner Grillwürstchen bei? Oh ja, Grillwürstchen! Alex, hörst du mich? Ich habe Chris befohlen, das Gebäude umgehend zu verlassen. Wie ist die Lage bei euch? Wir konnten niemanden entdecken. Und hier ist auch kein Durchkommen mehr. Dann schließt euch umgehend Chris an. Nichts wie raus mit euch, bevor das ganze Gebäude zusammenbricht. Verstanden. Sind schon auf dem Weg. Ja, und das ist dann wahrscheinlich passiert. Das Gebäude zusammengefallen ist, wenn du auf dem Rückzug warst. Sehen wir. Exit. Weil die sind gut. Angeordneter Rückzug. Wow. Hast du das gehört? Ja, ich glaube, da ist noch jemand. Ich gehe zurück. Mach keinen Mist, John. Du hast gehört, was Mike gesagt hat. Das ganze Gebäude fällt auseinander. Wir müssen hier raus. Ich lasse hier niemanden zurück. Dann beeil dich. Ich werde uns hier den Weg frei halten. Alles klar. So. Alles klar, ihr Lieben. Nächste Pause. Nächste Mal dabei sein. Immer mitmachen hier. Und nächste Mal erfahrt ihr, wie es weitergeht. Jo, tschüss.